Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten CSGO Skin Giveaway. Aber zuerst... Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist zwingend notwendig, dass ihr das Video bis zum Ende schaut. Sonst könnt ihr nichts gewinnen. Ihr müsst es zu Ende gucken. Sonst fehlen euch zu 100% Informationen, um hieran teilzunehmen. Es hilft nichts, wenn man einfach nur schreibt, ich mache mit oder tolles Video oder sowas. Gut? Haut nein. Also, es geht um die USPS Kill Confirmed. Die geht im aktuellen YouTube Skin Giveaway raus. Dieser und einige andere Skins kamen ja vor kurzem über Skin Baron rein, also die haben sie uns geschenkt zum Rauskloppen. Wenn ich es schaffe, werde ich die ganze Sache noch in Gleam übertragen. Gleam ist so ein kleiner Helfer für Giveaways, weil es überprüft gewisse Dinge, also wenn ich irgendwelche Voraussetzungen mache, wie zum Beispiel, dass ihr das Video anschauen müsst, dann merkt sich das Gleam und sieht dann, ah ja, der hat's geschaut, alles klar, bumm, zack, und Gleam sucht auch am Schluss den Gewinner raus. Das ist für mich dann etwas einfacher. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe. Das heißt für euch, wenn ihr hieran teilnehmen wollt, dann guckt bitte auf jeden Fall zu 100% morgen einfach nochmal hier rein. Wenn ich es gebacken bekomme, wird ganz oben in der Videobeschreibung und als angepinnter Kommentar der Link zu diesem Gleam-Ding sein. Falls ich das mit Gleam nicht schaffen sollte, geht die Geschichte aber trotzdem so, wie es eigentlich immer ist. Und zwar, wenn ihr hier mitmachen wollt, dann braucht ihr einfach nur aktiv zu sein. Ja? Das heißt, ihr schaut euch die Videos an, die so kommen und kommentiert halt, sagt, oh, das war gut oder oh, das war nicht so gut, bla bla bla, wie auch immer, und gut ist. Das Giveaway geht 10 Tage lang. Das heißt, über diese 10 Tage solltet ihr Minimum halt hier am Start sein. Wenn ihr danach einfach dann wieder geht, wenn es vorbei ist, ist eure Sache, na gut. Danach geht es direkt weiter mit Giveaways. Das nächste ist dann wahrscheinlich die Redline, nur mal so nebenbei erwähnt. Ja, und dann ist es auch in Ordnung. Das ist das, was ich mir von euch wünsche oder was ihr machen müsst, um hier eben teilnehmen zu können. Wer sich freiwillig entscheidet dazu, hier mitzumachen, der kann dann auch freiwillig, so wie er eben Zeit hat, in die Videos reinschauen. Ich lade nie im Leben mehr als ein Video am Tag hoch, eher nur ein Video alle 2 Tage. Und meine Videos sind recht kurz. Das heißt, es gibt im schlimmsten Fall einmal am Tag ein 5-Minuten-Video oder 7-Minuten-Video oder sowas. Ich glaube, ich habe schon ewig nicht mehr ein 10-Minuten-Video erreicht überhaupt, weil meine Videos, dieses hier nicht, aber alle anderen, extrem geschnitten sind. Vor allem die Macht-Spaß-Reihe ist sehr, sehr stark geschnitten. Ich lege hohen Wert auf Unterhaltung und ich möchte, dass die Unterhaltung, der Spaß, die Witze und so weiter sich überschlagen. Also es kommt einer nach dem anderen. Man ist durchgehend am Schmunzeln, Kichern oder wie auch immer. Die Katze kam eben vorbei, macht... Dir gefallen meine Videos nicht, gell? Na, du bist halt auch ein Käsequant. Ja, ja. Lasst euch nicht von ihrem Schwänzchen betören. In Gleam kann ich es recht einfach machen, weil ich da halt einfach ein Video einstellen kann. Und da steht dann in Gleam, hey, wenn du hier mitmachen willst, kannst du dieses Video schauen und oder dieses und so weiter. Und man kriegt dann eben Punkte, wenn man Dinge schaut. Und hat dann eben eine höhere Chance zu gewinnen. Das geht damit etwas einfacher, aber auch wenn ich es mit Gleam nicht geschafft bekommen sollte, wie gesagt, einfach in 24 Stunden nochmal gucken, ob ich es geschafft habe. Wenn nicht, dann nicht. Hier in den Kommentaren werdet ihr sehen, im angepinnten Kommentar. Wer sich hier noch die Videos anschaut und noch einen kleinen Kommentar da lässt und Daumen nach oben oder runter, ja, wie es euch gefallen hat oder nicht, dann ist es schon vollkommen im Lot. So ganz nebenbei, im Livestream gibt es aktuell gerade diese AWP hier, ja. Es gibt in allen meinen Livestreams Giveaways und ich streame heute um 18 Uhr kommt dazu. Und generell jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Tätowiert euch die Zeiten einfach auf die Stirn oder so. Was ich ja eben erwähnt habe, sind die Macht-Spaß-Videos. Die kommen sehr, sehr selten, also weil sie so viel Arbeit erfordern. Ich stecke in jedes Macht-Spaß-Video mindestens so 3-4 Stunden, manchmal aber auch gerne mal länger. Das letzte Video, das war das Black Ops 4-Video, hat ungefähr 6 Stunden gebraucht. Ist, ich denke, ganz ansehnlich. Es gibt hier nicht die Ausrede, das Spiel gefällt mir nicht. Meine Videos haben nichts direkt mit dem Spiel zu tun. Ich nehme den Spaß und Witze und so weiter und baue dir damit ein. Und der Hauptunterhaltungsfaktor liegt auf meiner Interaktion mit dem Spiel, aber nicht auf dem Spiel selbst. Also will ich ja nicht sowas lesen wie, ja gut, aber das gefällt mir nicht. Da die Videos eben Unterhaltungsbomben und nicht einfach Gameplay sind, kann ich, denke ich, davon ausgehen, dass euch der Kram so ganz gut gefällt. Es wird keine Folter sein, ja. Die Macht-Spaß-Playlist ist jetzt hier verlinkt. Und zwar ganz oben in der Beschreibung. Da ist der Link. Ich werde ihn auch in meinen angepinnten Kommentar reinschreiben von dieser Playlist. Guckt einfach mal rein. Ich freue mich extrem über Kritik, sei es konstruktiv oder meinetwegen auch dekonstruktiv, scheiß der Hund drauf. Aber ich freue mich sehr, wenn ihr das schreibt, wenn ihr euch auch so ein bisschen damit befasst, wenn ihr sagt, das hat mir aber nicht so gut gefallen oder das fand ich sehr witzig oder ahahaha, Kartoffelbrei. Ja? Wenn hier jemand angepimmelt kommt und sagt, er guckt nur Counter-Strike-Videos und andere Dinge interessieren ihn nicht, dann kann er hier nicht gewinnen. Ja? So einfach ist das. Normalerweise hätte ich jetzt für euch ein Gameplay im Hintergrund laufen, also ich hätte jetzt live dabei gespielt, aber ich habe gerade diesen blöden Wack-Error, ja. Ich müsste jetzt den PC mal neu starten, beziehungsweise die Spielfiles auf Integrität prüfen, aber ich habe dafür jetzt keine Zeit, weil ich dann die Aufnahme abbrechen müsste und das ist jetzt schon gleich Livestream. Ich kann jetzt nicht, deswegen war das jetzt hier vielleicht besonders langweilig, aber naja, was soll der Geiz? Bei Giveaways kann man nichts falsch machen, wascht. Schreibt mir hier trotzdem nochmal unter das Video,
in euren Kommentar rein, den ihr vielleicht schon geschrieben habt. Man kann den ja bearbeiten, dass ihr mitmachen wollt. Es gibt Leute, die nicht mitmachen wollen. Und damit ich euch auf jeden Fall ganz klar unterscheiden kann, schreibt einfach noch mit hinzu. Ich mache übrigens mit. Versucht die Sachen einfach zu genießen. Ich will nicht, dass ihr abonniert. Ich will nicht, dass ihr irgendwie Geld ausgebt oder sonst was. Ich fordere nur ein wenig von eurer Zeit. Und schon könnt ihr hier mitmachen. Also macht einfach gescheit mit. Es gibt diverse Leute, die wird es hier auch wieder geben. Die schreiben hier unter dieses Video, oh, ich mach mit. Und dann liest man die wieder was von denen. Die sind dann nicht mehr da. Nach diesen 10 Tagen wird der Gewinner von mir in einem Video angesagt. Er wird also einfach in ein Video eingebaut, ja. An irgendeiner Stelle sage ich dann, hey, der Gewinner des letzten Giveaways ist übrigens bla bla bla, viel Spaß damit. Und dann sage ich, wie der Gewinner mir halt seinen Trade-Link zuschicken soll, ja. Hier schickt ihr bitte keine Trade-Links rein. Die Kommentare mit Trade-Link werden eh direkt von YouTube oder fast immer direkt von YouTube in den Spam-Ordner geschoben und erscheinen gar nicht als Kommentar. Die sind einfach direkt weg. Damit filtern wir die ganzen Dödel raus, die mich eh nicht verstehen, ja. Die einfach nur ihren Trade-Link schicken und sagen, good luck and have fun. Soweit, so gut. Ihr wisst Bescheid. Schaut aktiv rein. Ich freue mich sehr, wenn ihr in die vergangenen Videos reinschaut, in die Macht-Spaß-Videos. Ihr müsst nicht die Overwatches angucken oder so ein Schotter. Klickt auf die Playlist, die hier unten verlinkt ist. Und da drin könnt ihr euch ja ein paar Videos raussuchen, die euch vielleicht irgendwie ansprechen. Und ihr müsst mich da nicht hochloben, ja? Einfach irgendwas, was ihr zu dem Video denkt oder wie auch immer. Dann gewinnt ihr auf jeden Fall Pluspunkte. Ganz klar, zu 100%. Das ist ein ganz, ganz großes Plus. Wer jetzt in die vergangenen Macht-Spaß-Videos mal reinschaut, weil die mich auch schon zig Stunden gekostet haben. Livestream, ab 18 Uhr jetzt, zack, zack, ab-bam-bam-bam-bam, es gibt die IUP Hyper Beast und noch andere Skins. In jedem meiner Livestreams gibt es 4 Dinge, 2 Skins, ein Graffiti und ein Sticker. Der Livestream-Link ist auch ganz oben angepinnt, ja, ja, leggy.